Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia. Seit dem All-Time High ist die Aktie um 60% eingebrochen, bietet mit 7,5% aber eine saftige Dividende. Mehr dazu in 30 Sekunden Investor News. Denn was macht man natürlich, wenn zig Millionen Menschen einen enteignen wollen? Richtig, Korruption! Die Staatsanwaltschaft Bochum hat über 40 Gebäude des DAX-Konzerns untersucht und über 4 Verdächtige festgenommen. Es besteht nämlich der Verdacht, dass einzelne Mitarbeiter Bestechungsgelder von Handwerksfirmen aufgenommen haben, damit diese mehr Aufträge von Vonovia bekommen. Würden außerdem zum Beispiel Modernisierungsarbeiten zu hoch abgerechnet worden sein, würden diese Kosten natürlich auf die Mieter umgelegt worden sein. Das bedeutet, Mieter zahlen so viel Miete. Gleichzeitig ist der Konzern mit 70 Milliarden Euro enorm verschuldet, was bei den steigenden Zinsen zu stark steigenden Kosten führt, sprich, so wie weniger Gewinn für uns beide als Investoren. Also ob 7,5% Dividende das wert sind, ich weiß ja nicht. Aber was sagst du, Panther? Attraktive Einstiegschance oder zu großes Risiko?